Auch das zweite Gruppenspiel der Europameisterschaft konnte Deutschland zwar nicht mehr ganz so überzeugend wie gegen Schottland, aber dennoch relativ souverän mit 2 zu 0 gegen Ungarn gewinnen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen gelungen ist. Klären wir zunächst einmal die Herangehensweise beider Mannschaften, so sehen wir bei Ungarn, deren gewohntes 3-4-3-System, gegen den Ball natürlich wie hier ein 5-2-3, 5-4-1, je nachdem, wie hoch halt der Ballbesitz der Deutschen war, während bei Deutschland auf den ersten Blick auch wieder alles wie gewohnt war: Toni Groß, der sich fallen lässt in einen Dreieraufbau, die Außenverteidiger, die jeweils die Breite besetzen, im Zentrum Robert Andrich, da vorne Dreierreihe aus Gündogan, Wirtz und Musiala und dann vorne drin Haver der sich aber auch wie die anderen drei Offensiven immer wieder frei bewegt hat. Aber in der Analyse gilt es vor allem zu schauen, was anders war wie in den vorherigen Spielen, was an den Gegner angepasst war und womit man dann letztendlich auch Erfolg hatte. Das sehen wir hier zum Beispiel Musiala, der sich mal etwas tiefer fallen lässt neben Robert Andrich. Warum macht er das? Wenn wir ein Bild weitergehen und da auf die Defensivordnung der Ungarn achten, dann ist es so, dass sie drei offensive Anläufer haben, die halt jeweils die Spieler aus dem Dreieraufbau Deutschlands anlaufen. Dementsprechend hast du da halt eine Gleichzahl und um da eine Überzahl zu schaffen, haben sich halt immer wieder Spieler fallen lassen. Hier zum Beispiel war es auch Musiala, der tief kam, geht hier wieder vor, aber auch Gündogan hat... Hat sich mal aus dem Zentrum rausfallen lassen hier auf den Flügel um das Situativ zu unterstützen. Vor allem hat es dann aber Kimmich gemacht, der häufig etwas tiefer blieb oder wieder zurückkam und dann war es eher so eine Art Viereraufbau statt einem Dreieraufbau. Somit hattest du dann die Überzahl und warst dann auch nicht so anfällig, falls die Ungarn mal etwas aktiver angelaufen sind. Man sieht hier auch wiederum, dass Milos Kerkes, der linke Schienenspieler von Ungarn, dann etwas vorgerückt ist und den Weg auf Kimmich vorgemacht hat. Dann wiederum konnte man aber den Raum im Rücken von ihm ausnutzen. Häufig ist dann Havertz mal etwas weiter nach rechts gegangen und da hat man auch des öfteren mal lange Bälle gespielt, vor allem von Rüdiger. Da gab es auch direkt zu Beginn wirklich eine sehr gute Chance, als Havertz sich dann nach einem langen Ball richtig gut durchsetzt gegen Orban. Also da hat man sich so ein bisschen zunutze gemacht, dass die Ungarn relativ... Aktiv nach vorne verteidigt haben. Ja, sie haben nicht sonderlich hoch gepresst, aber sie waren immer relativ enger Mann dran, sind dann auch aus der Ordnung rausgezogen, um Druck auszuüben. So zum Beispiel hier natürlich wieder von groß ein linienbrechender Pass auf Musiala und da zieht eben Martin Dadai, der linke Innenverteidiger von Ungarn, aus der Ordnung, um Druck auszuüben. Das hatte natürlich hin und wieder Erfolg für Ungarn, hat dann aber auch im Rücken von ihnen immer wieder Räume gelassen, die Deutschland zwar nicht immer genutzt hat, aber hin und wieder dann schon mal. Was mir noch aufgefallen ist, dass sich vorne im Zentrum in der Spitze immer wieder zwei Spieler relativ nah beieinander positioniert haben. Meistens sogar so wie hier ein bisschen hintereinander: Gündogan und Havertz, die waren das auch meistens. Konnte aber auch mit Gündogan und Musiala oder mit Wirtz passieren. Aber vor allem Gündogan war da extrem gut und da hat man es immer wieder geschafft, sich gut in die Position zu bringen, um dann halt eben gefährlich vor dem Tor zu werden. Wir sehen es jetzt hier rein in der Ordnung: da werden die nicht angespielt, aber auch hier. Hier sehen wir es in Aktion. Da ist es Musiala, der mal kurz kam, auch Wirtz auf der anderen Seite. Also auch das war ein klares Muster, dass sich die Spieler immer mal wieder fallen lassen haben, ins Zentrum, um neben Robert Andrich aufzufüllen. Musiala nimmt ja ein bisschen Tempo auf, spielt dann den Ball ins Zentrum, in die Spitze. Gündoan lässt durch, startet aber direkt in die Tiefe. Harvard spielt dann auch direkt den Pass auf Gündoan. Leider kommt er nicht ganz an. Falls doch wäre das wirklich ein schöner Spielzug aus dieser Ordnung heraus gewesen und eine sehr gute. Gute Torchance. So war es halt nur im Ansatz gefährlich aber ich erzähle euch das natürlich nicht ohne Grund, denn wenn wir jetzt auf das 1-0 von Deutschland schauen, sehen wir genau das Muster, da ist es Florian Wirtz auf der rechten Seite, spielt den Querpass ins Zentrum auf Musiala, da ist Gündogan zwar ein bisschen weiter entfernt, aber genau das ist ja auch wichtig, denn so kann er einen für ihn typischen Lauf in die Tiefe starten, die er ja vor allem bei Manchester City oft sehr gut gemacht hat, keiner kann ihn so wirklich aufnehmen, Musiala steckt dann eben durch, Ball kommt nicht wirklich an, Orban ist dazwischen, aber Günduan setzt Natürlich perfekt nach, holt sich den Ball, spielt zurück auf Musiala und der hat da natürlich das freie Tor vor sich und erzielt das 1 zu 0 gehen wir zur zweiten Halbzeit über so hat man das Muster im Aufbau ein bisschen variiert, jetzt war es eben Mittelstädt, der häufiger mal tief blieb und dann einen Viereraufbau gebildet hat mit den anderen Kimmich hingegen ist dann hoch geblieben mehr dazu dann gleich noch, andererseits war es wieder Musiala des Öfteren der sich fallen lassen hat, wie hier sehen wir es eben auch ganz gut, zieht den rechten Innenverteidiger von Ungarn mit und hat somit immer wieder Lücken gerissen in der Abwehr der Ungarn, konnte man nicht wirklich ausnutzen, aber das war auf jeden Fall gut zu sehen. In der zweiten Halbzeit hat man dann häufig das von Nagelsmann bekannte Prinzip der minimalen Breite genutzt, also dass man die Außenspieler nicht wirklich ganz außen an der Außenlinie platziert, vor allem war das aber auf der linken Seite der Fall und rechts hat man die Breite durchaus gehalten und das sah dann wirklich ein bisschen komisch aus, denn wenn gegen Ende des Spiels Deutschland den Ball hatte, was ja durchaus oft der Fall war, war man eigentlich nur auf der rechten Seite platziert, sehen wir hier auch ganz gut, und links war eigentlich fast niemand, nur Mittelstätze so ein bisschen, der aber schon auch fast im Zentrum war und auch hier sehen wir es nochmal ganz gut, Ungarn hatte dann auch nicht mehr wirklich die Kraft zum Anlaufen, weil halt das Kurzpassspiel von Deutschland extrem anstrengend ist zum Verteidigen für den Gegner und dann wird man halt müde gegen Ende des Spiels, die haben hier nicht mal mehr wirklich drei Pressinglinien, eigentlich nur noch zwei und so war es dann halt ein leichtes für die Deutschen das Spiel zu kontrollieren, links war wie gesagt komplett frei, ich glaube aber, das war bewusst so gemacht, dass man auf der rechten Seite die breite gehalten hat, weil die Ungarn über diese Seite, also ihre Linke deutlich konderstärker sind mit einem Kkcash mit einem Scholloy, während das über rechts mit Bolla und Soboschlein nicht ganz so arg der Fall ist. Zudem hast du auf der linken Seite mit Mittelstädt auch noch mal ein bisschen mehr Tempo wie mit Kimmich auf der anderen. Daher hat das durchaus Sinn gemacht, schon im eigenen Ballbesitz mit der Führung im Rücken so weit zu denken, dass man sich bestmöglich so positioniert, dass die Gefahr, wenn man den Ball doch mal verliert, so gering wie möglich ist. So haben die Ungarn natürlich auch extrem kompakt verteidigt, vor allem das Zentrum geschlossen. Aber situativ hat Deutschland auch reagiert, das angepasst. So wie hier zum Beispiel, da steht Mittelstädt deutlich weiter draußen in der Breite. Die Ungarn verteidigen es dennoch relativ kompakt mit ihrer Fünferkette. Somit hat er da sehr viel Raum. Musiala spielt den raus auf Mittelstädt. Der hat zuvor viele Flanken hoch reingebracht. Jetzt macht er es aber überlegt. Wir sehen auch ein bisschen die Ungarn. Die wollen alle irgendwie die hohe Flanke verteidigen, vergessen. Aber Gündogan im Rückraum, der wird dann bedient, Superpass von Mittelstädt und Gündogan macht es dann natürlich cool und schiebt ihn in die Ecke zum 2 zu 0 und somit auch zum Endstand. Auch weil hinten die Null stand, Neuer wirklich mit einem guten Spiel, wurde dafür auch zu Recht gefeiert und da muss man sagen, der Einsatz hat auf jeden Fall gestimmt, sowohl hier beim Zelebrieren der Szene von Neuer, aber auch im Spiel, vor allem Thar und Rüdiger waren da oft gut in den Zweikämpfen, sind da hart reingegangen und so wurden dann auch viele vielversprechende Aktionen von Ungarn im Keim erstickt wenn wir noch kurz auf den Plan gegen den Ball von Deutschland schauen, so war es ein Pressing, das deutlich tiefer war wie noch gegen Schottland, denen hat man ja wirklich überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen, extrem hoch zugestellt und angelaufen, gegen Ungarn hingegen war man meistens eher in einem Mittelfeldpressing, aus der 4 2, 4 -4 -2 grundordnung die man halt im Pressing spielt, hat es da aber auch gut gemacht, war meistens gut geordnet hinter dem Ball, ging dann aber auch etwas höher drauf, sobald Ungarn mal etwas länger Ballbesitz hatte, also das war auch wirklich gut. Ungarn hat es mit einem Dreieraufbau gespielt, hatte aber die Schienenspieler auch relativ tief, also deren Aufbau war nicht sonderlich mutig. Dennoch war der PPDA-Wert von Deutschland wirklich sehr gut mit 7,8. Ja, im Schottland-Spiel war der noch besser, aber das war wirklich herausragend und dass man hier mit einem Mittelfeldpressing so einen guten Wert liefert, ist auch echt nicht schlecht. Und wenn Ungarn mal gefährlich wurde, war es ja vor allem nach Standardsituationen, klar auch ein bisschen aus dem Spiel heraus, aber aus dem geordneten Positionsspiel heraus, haben sie sich jetzt nicht sonderlich viel kreiert, weil Deutschland das gegen den Ball wieder gut gemacht hat. Sobald man da in der Ordnung ist, gibt es da nicht allzu viele Probleme und das ist auf jeden Fall positiv zu sehen. Jetzt seit langem auch mal wieder ein zu null Spiel in einem Turnier, also da hat sich auf jeden Fall schon einiges gebessert, wenn man das mit der Zeit unter Hansi Flick vergleicht und sowohl da als auch im Spiel mit Ball hat Nagelsmann auf jeden Fall die richtigen Schlüsse gezogen. Eine gute Grundstruktur, mit klaren Prinzipien für die Mannschaft kreiert, die er aber immer wieder mit guten Anpassungen an den Gegner ergänzt und somit deren expliziten Schwächen ausnutzt, sowohl im ersten Spiel gegen Schottland als jetzt auch im zweiten Spiel gegen Ungarn und das stimmt mich auf jeden Fall positiv für das Turnier. Wir haben sowohl die Spieler mit der nötigen Qualität als auch den wahrscheinlich besten Trainer im Turnier, dessen Plan sie wirklich perfekt umsetzen können. Und das soweit meine Analyse zum Ungarn-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Schreibt mir gerne. Eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.